moderieren, was mit Video und dummem Geschwätz, habe ich tatsächlich im offiziellen Projekt auch noch ein offizielles Pöstchen mir irgendwann mal angelacht. Ich leite das Security-Team des Juna-Projekts gemeinsam mit großartigen Kollegen, die da drin sind. Der Harald sitzt zum Beispiel da hinten, der ist da mit drin. Wie ist dein aktueller Beziehungsstatus zu uns? Gut. Mal, wenn ich so genau, wir sind ein Team von insgesamt, glaube ich, 6 bis 8 Leuten aktuell, bunt zusammengestellt aus den verschiedensten Bereichen. Und das Wunderbare an unserem Job ist, dass wir immer dann zum Einsatz kommen, wenn irgendetwas schiefläuft. Also so in Sachen Außenwirkung, Marketing, Branding, Dinge, die man mit uns verbinden kann, könnte es eigentlich nicht katastrophaler sein. Merkt euch also dieses Gesicht, wenn ihr es das nächste Mal seht, dann wahrscheinlich in Verbindung mit einer Sicherheitslücke. Bevor wir uns damit beschäftigen, was man gegen die Sicherheitslücken machen kann, sprechen wir erstmal über die eigentlich offensichtliche Frage, nämlich warum gibt es das denn überhaupt? Die Fragestellung ist deswegen relevant, weil mir in der täglichen beruflichen Praxis und auch in dem Kontext des Security-Teams immer mal wieder so Argumentationen begegnen wie das Security-Update muss ich nicht machen, ich brauche keinen Wartungsvertrag, ich muss da nicht draufschauen, weil für meine Seite interessiert sich ja niemand. Ne? Klar, wenn das nur eine Vereinswebsite ist, ein Dackelverein, nimmt gar die Freiwillige Feuerwehr. Wer hackt die Freiwillige Feuerwehr? Niemand. Die retten Leben, das tut natürlich niemand. Weil, das sind ja nur recht nicht fiese Hacker in dunklen Kellern, die irgendwelche Kram erbeuten wollen, oder die NSA. Was will die NSA bei der Freiwilligen Feuerwehr in Köln-Longerich zu holen? Da ist ja nichts zu kriegen. Also sind diese Seiten ja vermeintlich sicher, könnte man erstmal so denken, weil wo kein Angriff wäre ja auch kein Problem. Die bittere Realität ist, dass es sich wirklich überhaupt gar niemand in der Regel für die Inhalte der Seite interessiert, sondern es geht eigentlich immer nur um Geld. Und dabei nicht das Geld, was man mit der konkreten Seite erbeutet, sondern es geht um den Webspace dahinter. So ein Webspace ist eigentlich nämlich eine ganz tolle Geschichte. Liegt auf einem performanten Server, 24/7 erreichbar, dicke Internetleitung, Traffic ohne Ende. Und am besten läuft da noch eine Website drauf von jemandem, der das kleine 1x1 der Joomla-Sicherheit noch nie gehört hat, weshalb das Ding trivial zu übernehmen ist. Und da kann man damit allerlei nettes Zeug machen. Nettes Zeug bedeutet, bei solchen Angriffen in der Regel, dass die erste Generation Angreifer kommt, eine Lücke ausnutzt und dann eine Hintertür hinterlegt. Man hat dann quasi sich gerade einen Webspace, einen kostenlosen Webspace auf Lebenszeit erbeutet. Von diesen Webspaces sammelt man sich ganz, 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 ganz viele zusammen. Und dann trifft man sich in einem netten Untergrundforum irgendwo mit anderen Gleichgesinnten und bietet auf Basis dieser Serverfarm, die man sich da erbeutet hat, Dienstleistungen an. Dienstleistungen können sein, ich brauche da mal 1 Million Spam-Mails für eine blaue Pille, ich brauche mal gerade 500 MB für Kinderpornos, ich brauche mal gerade eine DDoS-Attacke gegen den Shop, den ich da erpressen will. Also es ist am Ende des Tages einfach ein Dienstleistungsgewerbe. Was man daran sehen kann, dass die tatsächlich auch Urlaubszeiten haben. Also zu Sommerzeiten in der nördlichen Hemisphäre gibt es Statistiken, dass Angriffe abnehmen. Am Wochenende sowieso, die wollen ja auch mal frei haben. Wir machen das schon gerne. Und es ist auch nicht so, wir haben eben dieses dunkle Keller-Hacker-Bild gesehen, die arbeiten eigentlich zu normalen Tageszeiten. Die haben Mittagspausen, die haben Familien, die gehen danach nach Hause und noch zum Sport. Also, wenn man da denkt, das sind irgendwelche fiesen, finsteren Gestalten, das sind einfach ganz normale Menschen, die aus ihrer Perspektive einem ganz normalen Job nachgehen. Und eure Seite spielt dabei keine Rolle. In aller Regel zumindest. So sieht dann sowas zum Beispiel aus, wenn da eine Joomla-Seite erfolgreich angegriffen worden ist. Das ist jetzt ein Skript, um eine Joomla-Seite anzugreifen. Diese Skripte werden automatisiert ausgeführt. Das heißt, jemand schaut sich die Lücke an, überlegt sich, wie kann man die ausnutzen und lässt dann einfach ein Skript loslaufen, was ist eigentlich egal, was da drauf
lässt ein Skript loslaufen, das dann Milliarden, Millionen Abfragen macht, das Internet vollmüllt, in der Hoffnung, dass man eine verwundbare Jumla-Seite erwischt. Das wird ausgeführt, wird gesammelt und dann kann man dann später interessante Dinge tun. So. Was macht man denn dagegen? Da habe ich 10 Punkte für euch vorbereitet, die wir jetzt mal nacheinander durchgehen. Dann können wir noch ein paar Fragen beantworten. Das erste, was wichtig ist, ist ein gutes Passwort. Klingt nach einer Offensichtlichkeit, ist es aber leider nicht. Als wir damals in Joomla 4 die Mindestlänge für Passwörter auf, ich glaube, 6 Zeichen gesetzt haben, einen kleineren Wert kann man da nicht mehr eingeben. 6 ist das Minimum. War das Erste, was ich im Joomla Support Forum gefragt worden bin, wie man das auf 4 runtersetzen kann. Und es gibt auch einen Dienstleister, der extra dafür ein Plugin rausgebracht hat, damit man diese Zahl noch weiter runtersetzen kann. Auf 4 Zeichen, glaube ich. Kann man sich besser merken. 1, 2, 3, 4. Genau. Ja. Also ich kann mir 1 bis 4 auch besser merken als 1 bis 6. Bis 5 würde noch gehen. Jetzt fragt ihr mich offenkundig, was ist denn ein gutes Passwort? Was zeichnet ein gutes Passwort aus? Früher gab es ellenlange Listen, die ihr im Zweifelsfall auch immer mal wieder bei Passworteingabenfeldern seht. Buchstaben, klein, groß, X-Zeichen, Sonderzeichen rein. Ich bin, um ehrlich zu sein, kein großer Fan davon. Und das haben wir deswegen auch im Joomla-Umfeld so umgesetzt. Ist auch aus vielen offiziellen Anforderungen rausgefallen. Die gängige Empfehlung, die zum Beispiel von der vom National Institute for IT Security Stuff oder sowas, gibt so eine US-Behörde quasi, deren DSI, die haben als Anforderung veröffentlicht, dass ein Passwort mindestens 12 Zeichen zu haben hat. Weil man davon ausgeht, dass bei 12 Zeichen ein automatisierter Angriff, also Brute Force, ganz viele Passwörter durchprobieren, bei heutigen Sicherheitsstandards auf heutiger Hardware nicht wirtschaftlich durchführbar ist. Das ist die Faustregel. Was dann da genau drin ist, ist weniger interessant. Außer natürlich, es sind so wirklich gängige Passwörter, alles was im Wörterbuch steht, da bitte schon irgendwie einen Bogen machen. Die viel wichtige Regel bei Passwörtern ist, dass sie bitte nicht wiederverwendet werden. Ich weiß, wir haben das alle, das eine Standardpasswort, das liebgewonnene, das man seit 10 Jahren immer mal wieder bei einem Dienst verwendet. Und irgendwo sitzt HackerSep in seinem Kabuff und freut sich darüber, dass wir alle so furchtbar dumm sind und das wirklich tun. Das Problem bei Standardpasswörtern ist, dass ganz egal, wie gut dieses Standardpasswort ist, das wir uns da ausgesucht haben, wir leider davon ausgehen müssen, dass der Dienst, wo wir das eingegeben haben, von Idioten betrieben wird und die zum Beispiel auf die absurde Idee kommen, ein Passwort im Klartext zu speichern. Und wenn dieser Dienst dann hops genommen wird, dann ist unser super-duper ausgeklügeltes 36-Zeichen-langes Standardpasswort Teil der großen Community der gehackten Passwörter und am besten auch noch unsere E-Mail-Adresse zugeordnet. Gibt es einen wunderbaren Dienst, wo ihr das mal ausprobieren könnt? Haveibeenpwned.com. Einmal aufmachen, E-Mail-Adresse eingeben, dann werdet ihr nicht sehen, ob ihr betroffen seid, sondern in der Regel nur, wie oft ihr schon betroffen seid, weil euer Account in irgendeinem größeren Leak aufgetaucht ist. Deswegen braucht ihr ein individuelles Passwort für jeden Dienst. Und weil ihr das im Optimalfall euch dann nicht mehr merken könnt, braucht ihr einen gescheiten Passwortmanager, der das für euch tut. Ja, bitte. Zu diesem Have I Been Pwned? Ja. Gibt es ein Plugin von mir für Joomla? Das quasi bei der Passwortabfrage das beim, automatisch. Beim Ändern und beim Abfragen, beim Einsteigen und so prüft es das. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Fragen zum Thema Passwörter. Eine wichtige Ergänzung. Immer dann, wenn ihr bei einem Dienst seid und zum Beispiel ihr ruft irgendwo an und der Mitarbeiter sagt, geben Sie doch mal Ihr Passwort, damit wir das vergleichen können. Immer vorsichtig sein, wenn ihr bei einem Dienst seid, wo ihr das hinterlegte Passwort selber nochmal einsehen könnt, auch ganz doll vorsichtig sein. Das bedeutet in der Regel, dass die eine fundamentale Regel der serverseitigen Speicherung von Passwörtern ist abgerückt, nämlich Passwörter speichert man als Passwort-Hash. Das wird gerne synonym benutzt mit Verschlüsselung, sind aber technisch betrachtet zwei völlig unterschiedliche Dinge. Verschlüsselung bedeutet, ich kann das Klartext-Passwort in das Verschlüsselte umwandeln und kann aus dem Verschlüsselten auch wieder den Klartext machen.
Das wollen wir nicht. Wir wollen Hashing. Hashing bedeutet, ich kann aus dem Klartextpasswort etwas machen, so eine Buchstaben-Zahlenfolgen, in der Regel 32 Zeichen lang. Und wenn ich immer dasselbe Passwort reinwerfe, kommt auch immer derselbe Hash raus. Ich kann aus dem Hash aber nicht mehr das Passwort heraus zurückrechnen. Und was dann beim Login, zum Beispiel in der Joomla-Seite passiert ist, dass man das Joomla das angegebene Passwort nimmt, den Hash erzeugt und dann in der Datenbank schaut, ob die Hashes miteinander übereinstimmen. Ja, bitte? Wenn ich jetzt zum Beispiel Passwörter mit 32 Zeichen habe und im Passwortmanager speichere, kann es vorkommen, dass ein 6 Zeichen langes Passwort den gleichen Hash hat wie ein 32 Zeichen langes Passwort? Ja, das kann passieren. Das sind die sogenannten Kollisionen, die da passieren können. Und ist auch logisch, dass das so sein muss, weil was eine Hash-Funktion macht, ist, dass sie eine Eingabe mit beliebiger Länge auf eine Ausgabe mit vorgegebener Länge zusammendampft. Also das muss so sein. Der Witz, und da ist dann auch das Ziel von Hash-Funktionen, die man für Passwörter benutzt, der Witz ist, diesen Umrechnungsschritt so lastintensiv und dadurch so teuer wie irgend möglich zu machen. Moderne Hashing-Algorithmen, die man für Passwörter benutzt, Bcrypt benutzt Joomla zum Beispiel, Argon 2 ist der Nachfolger, sind so, dass man selbst auf moderner Hardware nicht mehr als ein paar tausend pro Sekunde davon durchprobieren kann. Das heißt, mit einer hinreichenden Passwortlänge wird das einfach nicht mehr wirtschaftlich, das in einem adäquaten Zeitraum zu machen. Und dann ist auch das Risiko, dass ausgerechnet das 6-Zeichen-Passwort genau den gleichen Hash hat wie mein tolles Passwort, ist sehr überschaubar. Der Zeichenraum ist einfach groß. Ich fand das jetzt nicht so witzig, aber gut. Zweiter Schritt, um eure Joomla-Seite abzusichern, hinterlegt einen htaccess-Schutz für die Slash-Administrator-Seite. htaccess ist diese witzige, komische Passwortabfrage, die dann da vom Browser kommt. Das ist eine Abfrage, die bereits auf Ebene des Webservers passiert. Das heißt, der Apache, der Nginx, der Lightspeed oder wie sie heißen, machen diese Abfrage und erst wenn man am Webserver vorbei ist, kommt man überhaupt an das eigentliche Joomla dran. Erfahrungsgemäß ist es fast egal, wie trivial dieser Schutz ist. Ihr könnt da etwas nehmen, was sehr leicht zu lösen ist, was man sich sehr gut merken kann, weil dieser Schutz spezifisch für das Szenario des automatisierten Angriffs da ist. Weil diese Skripte darauf ausgelegt sind, weiß ich nicht, zehntausende Joomla-Seiten hinterher durchzugehen und wenn das Skript sagt, geh auf administratorindex.php und schmeißt er das und das rein und die laufen stattdessen gegen diesen Schutz, dann ist der Angriff ausgehebelt. Und was kommt? Und gleichzeitig hat dieser webserverbasierte Schutz einen riesen Vorteil gegenüber dem Schutz, den es auf Joomla-Ebene sonst geben könnte. Der Webserver ist nämlich sehr, 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 sehr schnell im Vergleich zu dem, was Joomla kann. Das heißt, gerade wenn man mal in so das Szenario reinläuft, es gibt einen versuchten Bootforce-Angriff, also eine stupide Versuch, das Passwort zu erraten, dann ist der Webserver in der Regel deutlich besser dazu in der Lage, so einen Angriff abzufangen, ohne dass die Seite die Grätschen macht. Deswegen ist das normalerweise die schönere Variante. Insbesondere die schönere Variante als sowas hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Erweiterung, die hängt an das Slash-Administrator. Muss man noch Fragezeichen, böses Token, gleich tralala oder sowas eingeben. Das ist ein Schutz, der in Joomla selber als Extension installiert wird. Der erstmal im ersten Moment, würde man sagen, das ist das Gleiche. Hat aber den Nachteil, dass es nur im Kontext von Joomla ausgeführt wird, dass es nicht über den Webserver geht und dass es vor allen Dingen in aller Regel auch nur den richtigen Weg schützt, wie man Joomla im Administratorbereich aufruft, also /administratorindex.php. Wenn in diesem Administratorordner irgendwo anders eine Datei liegt, die angreifbar ist, und das gab es in der Vergangenheit zum Beispiel bei WCE, dann kann man an diesem Schutz vorbei diese Datei trotzdem aufrufen. Dieses Problem hat man grundsätzlich in ganz Joomla. Das Schöne am Administratorordner ist, dass es da absolut überhaupt keinen legitimen Use Case dafür gibt, dass jemand öffentlich darauf zugreifen müsste. Deswegen kann man das relativ radikal zu machen. Da waren eben Fragen. Ja, bitte. Frage zu htaccess. Was ist mit Tools wie mysites.google? Funktioniert das dann noch? Ja. In der Regel ja. Also die externen Wartungstools gehen in der Regel aus genau dieser Thematik
nicht auf den Administrator-Ordner, sondern verwenden andere Pfade, um genau diese Thematik zu vermeiden. Und man könnte sogar bei MySites die kleinen Pfade. Genau, also das kommt doch, in der Regel findest du auch irgendwie Whitelisting, also genau, aber der Regelfall, die mir bekannten Dienste, weder ein Watchfully noch MySites Guru, noch YourSites, noch Backup Monkey, greifen auf den Administrator-Ordner zu, sondern haben jeweils eigene Pfade, um diese Thematik zu umgehen. Ich versuche meinen Kunden immer das schonend zu erklären, dass eben noch eine zweite Anmeldung vorgeschaltet wird, mit einer einfachen Kombination. Aus deiner Erfahrung heraus gibt es eine Browser-Erweiterung, mit der man das gut automatisieren kann. Also ich weiß jetzt, bei Google Chrome gibt es das Multipass, heißt das. Du trägst quasi die Daten ein und wirst dann immer automatisch quasi ins Backend weitergeleitet. Oder ist sowas nicht empfohlen? Browser-Extension klingelt bei mir spontan nichts. Was es gibt, ist, dass der Benjamin, ne, der hat, glaube ich, eine Variante gebaut, der Benjamin Tränkle, da hängt er, wie war denn das? Genau, er schreibt einen Cookie. Das muss man, ist dann irgendwie einmal geschrieben und dann funktioniert es bei den weiteren Aufrufen ohne extra Eingabe. So eine Geschichte gibt es. Und was ich ganz gerne mache, ich schreibe, in der Regel kannst du hier ja auch noch selber einen Satz mit reinschreiben. Ich schreibe da schon mal einen Merksatz rein für die Kunden, wie sie sich ableiten könnten, damit sie es nicht nachschauen müssen. Okay. Peter? Ja, also, ich habe eine Frage. That also can do the HTTPS password, because it's really annoying to have those problems. Yeah, that was the exact same question that I've just answered, or tried to. What was the extension that works? The extension that works, he was asking for a password manager. Yeah, and was hast du für eine? Ich habe die Extension für Heather Beam Pruned. Ja, genau. Und dann... Meinst du mich jetzt? Ja, genau. Du also für Google Chrome, Multipass. It's a Google Chrome Extension. But it's not related to a password manager. It's a standalone extension. Ich fand es ganz theoretisch, aber ich habe es noch nicht gut aufgenommen. Bei mir läuft es super. Ja, das hat noch nicht eingebaut. Man muss ein bisschen verwendet geben. Also ich muss das helfen. Ich kann das genau. Okay. Perfekt. Gut. David? Ja. David, oder? An der Stelle? Nee. Wir machen einmal eins, nicht 10x10. Nachher vielleicht. Hilfst dir auch. weiterer Schritt, der hilft, ist die sogenannte Multifaktor-Authentifizierung. Multifaktor bedeutet, dass ich neben Benutzername und Passwort, also etwas, was ich weiß, und wenn jemand anders das Wissen hat, somit auch nutzen kann, bedeutet, dass zu dem Wissen noch etwas dazukommt, was mit physischem Besitz zu tun hat. Das kann sowas sein, wie das auf dem Foto in der Vorgängerversion oder in der Nachfolgerversion können wir USB-C, also YubiKey. Von diesen Sticks gibt es ungefähr 12 verschiedene. Oder Smartphone-Apps, Google Authenticator ist da so ein Ding. Die meisten Passwortmanager haben da inzwischen Support für. Also irgendwas, was neben Benutzername und Passwort noch bedeutet, dass ich entweder noch was eingeben muss, einen Knopf drücken muss, noch irgendwas tun muss. In Joomla 3 war die Multifaktor-Authentifizierung noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil ich neben dem Passwort genau einen zweiten Faktor, in der Regel den YubiKey oder den Authenticator, hinterlegen konnte. In Joomla 4 ist es eine richtige Multifaktor-Authentifizierung geworden. Ich kann für jeden Nutzer mehrere von diesen zweiten Faktoren hinzufügen. Ich kann sagen, der kriegt ein YubiKey und eine Smartphone-App, und auch noch per Mail und SMS und weiß ich nicht was, kann diese Methoden konfigurieren. Er macht erst den Login-Schritt und kann dann nach dem Login auswählen, mit welcher Methode er sich verifizieren will, um dann tatsächlich sich einloggen können. Cool. Ja, bitte? Wenn ich zu viel frage, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, bei Adobe, du gibst erst die E-Mail-Adresse ein und wirst dann mit der Multifaktor-Authentifizierung konfrontiert, bevor du dein Passwort eingeben kannst. Hat das Vorteile gegenüber dem, dass man es später eingibt? Die prüfen einfach ab, ob es die E-Mail-Adresse überhaupt in der Datenbank gibt.
Bauchgefühlmäßig würde ich sagen, es hat sogar eher Nachteile, weil zum Beispiel bei der Multifaktor-Authentifizierung via E-Mail könnte ich in diesem Szenario relativ schnell relativ viele E-Mails an einen ahnungslosen Nutzer triggern. Also es ist zumindest ein Werkzeug zum Nerven. Stimmt, ja. Weitere Fragen? Ja, bitte. Brauchst du trotzdem dann den HTTP-Schutz, wenn du da Multifaktor machst? Ja. Ja. Das ist kein Ersatz, sondern die ergänzen sich, zeige ich auch nachher nochmal warum. Das hier hilft nämlich in einem spezifischen Szenario, nämlich wenn aus rätselhaften Gründen es einem möglich ist, dass mein Passwort bekannt geworden ist. Weil es war Teil von einem großen Datenleck, ich war in einem öffentlichen Hotel-WLAN, habe über HTTP gesurft und jemand hat mein Passwort mitgeschnitten. Ich habe einen Trojaner auf der Kiste und habe es nicht mitgekriegt. In all diesen Szenarien sind Benutzername und Passwort mitgeschnitten und somit kann man die als allgemein bekannt betrachten. Den zweiten Faktor kann man zwar mitschneiden, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung sind aber so angelegt, oder Mehrfach-Authentifizierung sind immer so angelegt, dass dieser zweite Faktor nur einmal gültig ist. Das heißt, der Umstand, dass jemand das mitgeschnitten hat, hilft ihm nicht. Er kommt dann trotzdem noch nicht rein. Deswegen ist es eine sinnvolle Ergänzung. So. Externe Backups mit langer Vorhaltezeit, Tipp Nummer 4. Externe Backups deswegen, weil wenn es einem Angreifer gelingt, Zugriff auf den Webspace zu erlangen, die gerne mal hingehen und dort abgelegte Backups einfach löschen. Warum machen die das? Die wollen es euch so schwer wie möglich machen, die ganzen Hintertürchen, die sie abgelegt haben, dauerhaft aus dieser Seite zu entfernen. Und die einfachste Variante wäre, ein sauberes Backup wiederherstellen. Wenn ihr dieses Backup nicht habt, sehen die Chancen, dass ihr das nochmal sauber hinkriegt, schon mal deutlich kleiner aus als mit einem Backup. Deswegen extern und lange Vorhaltezeit. Deswegen, weil, ich habe ja eben erzählt, das ist so ein zweistufiges Ding. Erst werden die Seiten erfolgreich attackiert, dann wird angeboten. Das bedeutet, dass es bei Nutzern oftmals so ist, dass sie erst relativ spät merken, dass ihre Seite erfolgreich angegriffen wurde. Zwischen erfolgreicher Angriff und die Seite versendet das erste Mal Spam können teilweise mehrere Wochen bis Monate liegen. Und wenn ihr nur ein Backup der letzten 7 Tage habt, dann habt ihr 7 infizierte Backups, aber sonst gar nichts. Deswegen lange Vorhaltezeit. Wie ihr das machen wollt, ist letztlich euch überlassen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit der Kombination aus Arkiva Backup als Backup-Extension, weil sie externe Backups unterstützt und der Storagebox von Hetzner, weil es kaum zu solchen Preisen Storage gibt. Und das Charmante bei Hetzner ist noch zusätzlich, dass ich in einer Storagebox, also in den 3,81 € für 1 TB, auch noch bis zu 100 Subaccounts anlegen kann. Und dadurch jede Kundenseite in einem eigenen Subaccount ist und wenn eine hops genommen wird, sind die 99 anderen nicht auch mit drin. Das ist ein Variant. Ich kann direkt Akiba dahin schleiten lassen, oder? Du kannst Akiba dann direkt auf die entsprechende Storagebox schreiben lassen und kannst dann auch guten Gewissens bei den Storagepreisen, kann Akiba auch von Haus aus in diese Quota-Einstellung, kannst du sagen, speichere mir das 60 Tage, aber heb von jedem ersten des Monats das auch noch ein Jahr auf. Also so haben wir es zum Beispiel konfiguriert, dass wir es wirklich langfristig haben. Ja, bitte. Hast du aber die Zugangsdaten auch unterlegt? Kann ja quasi sagen. Ja. Theoretisch auch mal externe Backups löschen. Richtig. Das, für die Aufnahme, das Argument war, wenn die Zugangsdaten für den externen Storage in Akiba sind, dann kann der Angreifer das ja auslesen. Das ist in der Theorie so, in der Praxis macht das keiner. Weil die generischen Angriffe nicht darauf ausgelegt sind, so spezifisch in Akiba, in die Konfiguration, in die Remote-Storage-Einstellungen zu gucken, dafür noch eine Verbindung aufzubauen und es dann zu löschen. Wir haben das früher gemacht über die S3 und da kannst du ja rein und schreiben Zugriff vergeben. Ja. Aber das geht bei der Storage-Box, aber ich weiß nicht. Richtig, genau. Die Alternative zu Hetzner Storage-Box oder andere Alternativen könnte Amazon S3 sein oder ein kompatibler Dienst. Da kann man über die Berechtigung so konfigurieren, dass Akiba zwar ein Backup schreiben darf, aber dieser Account die erstellten Backups nicht mehr löschen kann. Dann hätte man diesen Angriffsvektor geschlossen.
auch legitimer Weg, wo man halt sich darüber im Klaren sein muss, wenn man das so konfiguriert ist, dass dann auch dieses Quota-Management, also Akiba räumt selbstständig veraltete Backups auf, funktioniert dann natürlich auch nicht mehr. Ne? Das heißt, man muss da aufräumen. Mit Blick darauf, dass wir bei den Security 101 sind und nicht bei 10x10, würde ich vermuten, dass das Szenario der böse Angreifer löscht auch nochmal extern gelagertes Backup hier eher ein überschaubares Risikoszenario ist. Also mit der Geschichte fahrt ihr schon. Wenn ihr Akiba drauf habt, kommt bitte nicht auf die Idee, noch 1000 Millionen Milliarden andere Erwartungen nachinstallieren zu müssen. Ich sag's in aller Deutlichkeit, der überwiegende Großteil der Erweiterungen in der Joomla-Extension-Welt wird mehr oder weniger schwerwiegende Lücken haben. Ist ein Erfahrungswert, den wir haben, wird bestätigt. Ich glaube mal, vor 3 Jahren hat die Ruhr-Uni Bochum, ich glaube die Top 50 der Joomla-Extensions, in einem manuellen Penetrationstest durchgetestet. Also die haben, sind Sicherheitsforscher, haben wirklich sich die Erweiterung per Hand angeschaut. Und ich glaube, in 5 von 50 sind sie nicht auf Anhieb fündig geworden. Das ist wirklich, kann ich anders sagen, die Lage ist da katastrophal. Und es ist auch in meinen Augen erstmal nicht absehbar, dass sich das kurzfristig ändern wird. Installiert so wenig davon wie nur irgend möglich. Reflektiert 3 bis 4 Mal, ob ihr wirklich ein Modul braucht, das eine Pop-Up-Box rendert oder ob das nicht vielleicht doch 5 Zeilen HTML und ein 2-Zeiler in JavaScript ist. Also ne, reflektiert das bitte. Wenn ihr relativ viel Extensions drauf habt, empfehle ich zumindest einen regelmäßigen Blick in die Vulnerable Extension List, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, erreichbar unter vel.joomla.org, müsst ihr aber die URL gleich nochmal nachschauen. Da werden in unregelmäßigen Abständen immer mal so Batches rausgehauen von, ach guck mal, die 15 Sachen haben wir da was Neues. Darf man aber nicht zu viel drauf gucken, sonst wird man ein bisschen depressiv dabei. Nicht ganz ehrlich. Jüngstes Beispiel, SE-Mailing. Ja, kommt zu überlangen. Nachinstallationshinweise beachten. Kennt ihr nach einem Joomla-Update? Da kommt auch beim Einloggen ins Dashboard diese nervige Box, die wir immer alle beklicken. Mein vorsichtiger Tipp wäre, die doch einmal zu lesen, weil die ist nicht primär dazu da, um sie möglichst schnell wegzuklicken, sondern in diesen Nachinstallationshinweisen werden oft Sicherheitshinweise eingebracht, wenn sich zum Beispiel, gab es ein populäres Beispiel, in der Joomla-Version die Standardeinstellungen für den Textfilter verändert haben. Bis zu einer bestimmten Version war es so, dass, glaube ich, auch noch Administratoren keine Filterung hatten, also sie konnten sämtliches Markup da reinbauen und das haben wir irgendwann verändert, dass die nur gefiltertes HTML können. Das wollten wir nicht in einem Update mal ebenso in alle Bestandsseiten reinballern, weil das ja Auswirkungen auf den Reaktionsbetrieb haben kann. Deswegen ist es als Nachinstallationshinweis platziert worden. Da also durchaus mal reinschauen. Sucht euch einen gescheiten Hoster. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, aus 2 Gründen. Zum ersten, gescheite Webhoster in der Regel aus eigenem Antrieb relativ nah an den Communities dran sind, um mitzukriegen, wenn es ein kritisches Problem gibt und um ihre Infrastruktur zu schützen, serverseitig filtern. Das heißt, wenn das wirklich so Worst-Case-Szenario-Lücken sind, nehmen die Hoster die entsprechenden Angriffe auf Serverebene weg, sodass die gar nicht erst bis zur Joomla-Seite durchschlagen. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist, dass ein guter Hoster, wenn euch mal irgendwie tatsächlich ein Problemchen passiert, oftmals dazu in der Lage sind, zumindest rudimentären Support zu geben. Wenn ihr da bei einem der größeren Marktbegleiter aufschlagt, kann es euch durchaus passieren, dass der Mensch am anderen Ende der Leitung überhaupt keine Ahnung hat, was ihr von ihm wollt. Und da ist meine Erfahrung mit spezialisierteren Hostern, mittelständischen Leuten, Menschen, die ihr hier als Sponsoren aufgeführt habt, dass ihr da eine größere Chance habt, auch jemanden Fähigen am anderen Ende der Leitung zu kriegen, der euch helfen kann. Dieses eben erwähnte Thema mit der serverseitigen Filterung, da gibt es seit vielen Jahren eine gut etablierte Kooperation zwischen uns als Security-Team
und ungefähr 50 Hostern aus Deutschland und aber auch aus dem Ausland, wo wir als Security-Team von uns aus bei kritischen Lücken schon Informationen an die Hoster weitergeben, damit die unmittelbar nach dem Erscheinen des jeweiligen Patches sofort eine Filterung einbauen können. Und das hat bei den letzten kritischen Lücken in unserer Wahrnehmung doch schon geholfen. Also ja, bitte. Gibt es die Liste? Die ist nicht öffentlich einsehbar. Du kannst ja mal einen Namen sagen, ich sag ja oder nein. Ja. Kitzner? Ja. Jonas? Ja. Main Factory? Nee. Dogado? All Inc? All Inc, ja. Dogado, nein. Easy Name? Nein. Go Daddy? I tried. Really? Okay. Genau, also Mithold? Ja. Genau, also das mein Tipp, das macht tatsächlich das Spaß. Dann habe ich einen Tipp, der war beim letzten Mal, als ich diesen Vortrag gehalten habe, in dieser Form noch nicht da. Ich habe ihn jetzt tatsächlich mit aufgenommen, weil ich ihn doch für sinnvoll halte. Ausführung von PHP-Dateien limitieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es in einer normalen Joomla-Installation eigentlich nur ganz wenige Dateien gibt, bei denen es plausibel ist, dass sie jemand aus der Öffentlichkeit heraus über seinen Browser, über den Webserver direkt aufruft. Bei einer Joomla-Instanz sind das, wenn es gut läuft, exakt, lass mich überlegen, 3 Stück. Vier. Die index.php, die direkt im Joomla, im obersten Joomla-Ordner liegt, fürs Frontend. Die index.php im Administratorbereich. Die Datei Administrator Components kommt Joomla Update Restore.php. Finalize. Heißt jetzt Finalize. Und dann war es die andere Restoration. Aber da gibt's, bei diesem Update-Prozess gibt es 2 Dateien, die da sind, bei denen es auch wichtig und richtig ist, dass ein Browser sie direkt erreichen kann. Das sind die 4 normalen und legitimen Dateien, die aufgerufen werden können sollen. PHP. Ah, stimmt. API Next PHP. Ja. But you cannot use it in the browser. Yeah, exactly. So it shouldn't be accessible via the web browser, right? Yeah, but by the web server. Yeah. Yeah. And that's what I'm referring to. Genau. Das sind die Dateien, die aufrufbar sein sollen und alles andere nicht. Warum ist das spannend? Es ist deswegen spannend, weil es ein sehr, sehr, sehr gängiges Muster bei Angreifern ist, dass sie ihre Hintertürchen nicht unbedingt in einer dieser 4 Dateien platzieren, sondern als separate Dateien irgendwo auf diesem Webspace parken. Das sind auch bei Angreifern, die ihr Handwerk verstehen, bei einem erfolgreichen Angriff gerne mal mehrere 100 Backdoors, die da abgelegt werden, in den unterschiedlichsten Orten und wo es für Laien eigentlich nicht möglich ist, auseinanderzuhalten, ob die Datei dahin gehört oder nicht. Das ist auch für Profis mit manueller Arbeit nicht machbar. Man kann die nicht alle durchschauen. Da muss man entsprechende Werkzeuge nutzen, um da die Backdoors zu finden. Gibt es eine Software, die scannen kann nach Dateien, die keinen eben JExec Execute im PHP-Code hat? Also kannst du mit grep auf der Kommandozeile machen. Es gibt da auch in der Joomla-Codebase einige Dateien, bei denen das plausibel so ist, dass da kein J-Execute ist. Im Libraries-Folder zum Beispiel ist da sehr, sehr viel, wo es Drittdependencies sind. Diese Methode, ja, bitte? Kann es mir passieren, dass ich dann einen Link nicht mehr aufrufen kann? Also ich den nicht weitergebe? Nein. Wenn der Link ein normaler Joomla-Frontend-Link ist, nicht. Was gerne mal passiert ist, dass es exotischere Anwendungsfälle gibt. Letzte Woche ist mir ein Capture-Plugin begegnet, was nochmal in dem Plugin-Ordner eine PHP-Datei hatte, die vom Frontend aus aufgerufen wurde. Passiert. Bei allen anderen, wenn ihr die Ausführung blockiert, habt ihr nicht das Problem gelöst, dass eure Seite gerade erfolgreich angegriffen wurde und eine Vektor abgelegt wurde. Aber ihr verhindert, dass der Angreifer, der die Vektor hinterlegt hat, diese anschließend aufrufen kann. Und das Szenario, dass ein Angreifer hingeht und in den Bestandscode eine Vektor hinterlegt und dann aufruft, gibt es auch, aber ist zum Glück relativ selten. Das ist also am Ende des Tages kein Tipp, der Angriffe verhindert, aber es ist ein Tipp,
der euch helfen kann, im Falle eines Angriffs den Schaden massiv zu limitieren. Über diese Geschichte sind wir zum Beispiel auf einer Jonah.org-Seite auf die Estimating-Problematik aufmerksam geworden, weil ein Angreifer dort einen Vektor hinterlegt hatte, die dann nie zur Ausführung kommen konnte, weil der Zugriff blockiert war, aber dadurch ist dieser Stein ins Horn gekommen. Du hattest noch eine Frage. Du sagst mal bitte, wie man das macht? Ja. Die Ausführung limitieren? Ja. Kommt. Peter. You now use this composer with a feather folder. Yeah. All the files in those folders, are they checked if they don't contain data that's that you can use externally? No. So you mean to me manually, or what do you mean by checked? I mean, if it's a class, it's no problem. But maybe if there are other files included. Let's save that question for the Q&A part afterwards, okay. Because it's more like supply chain attacks in there. Yes. Dieses Code-Snippet, ich paste das gleich auch nochmal irgendwo für Copy-Paste und sowas, aber was es im Grunde genommen tut, ist bestimmte Dateien whitelisten, das sind die, die ich hier aufgeführt habe. Ich sehe auch gerade, die API-Index-PHP fehlt hier in dieser Liste. Wir haben in der Regel noch eine Kickstart-PHP drin für den Restore von dem Akiba-Garaffe. Und alles andere, was auf .php endet, da wird der Zugriff blockiert. Und das ist ein 10-Zeiler für die HT-Access und kann im Falle eines erfolgreichen Angriffs den entscheidenden Unterschied machen. Ja, bitte. Kurze Uralt-Frage. Es gab früher PHP 4. Als Extension gibt es nicht mehr. Also das sehe ich wenig Hoster, bei denen das als gültige Datei-Extension noch funktioniert. Und auch da, ich verstehe, worauf du hinaus willst, natürlich wäre es sinnvoller oder könnte man da auch noch Regex draus machen und mehrere Dateiänderungen abfangen. In der Praxis, mit Fokus darauf, was Angreifer hochladen, habe ich noch nie im Leben eine Vector mit PHP 4 da gesehen. Ist mir jetzt nur dazu. Das ist eine gute Ergänzung, ich nehme das mit. Bitte? Updates funktionieren mit PHP 4 nicht. Das muss ja nicht PHP 4 sein. Nein, tun wir 4. Nein, aber du hast Restoration nicht. Ja. Darf ich? Doch. Die Restoration musst du nicht einlesen. Nur ja, die Final Restoration. Bitte? Final Restoration. Auch nicht. Reden wir gleich drüber. Okay. Ich strafe dich lügen. Ja, bitte. Heißt das jetzt im Klartext, wenn ich zum Beispiel von dieser AC-Mailing-Sicherheitslücke betroffen war? Und es wurde eben eine PHP-Datei abgelegt, aber ich habe jetzt eben zum Beispiel über den Akiba HT Access Maker sowas gehabt, dass der Angreifer eben auch die Datei nicht ausführen konnte. Richtig. Okay, cool. Und dann warst du zwar trotzdem erfolgreich gehackt, aber wirst über das Webserver-Log nachvollziehen können, dass am Aufruf dieser Backdoors ein 403, also ein Access Denied zurückkam und der Angreifer somit seine Vektor nicht nutzen konnte. Ja, wenn ich vom April noch die Logs gehabt hätte, dann hätte ich es nachgucken können, aber die waren leider nicht mehr da. Gut. Ja, bitte? Ist das nicht Standard in der HTXS? Nein, das ist nicht Standard in der HTXS, weil es gab da schon mal längere energische Diskussionen darüber, ob ein solcher Standardeintrag in der HTAccess nicht zu viel Supportaufkommen macht. Weil wenn jemand auf die Idee kommt, in seinen Joomla-Ordner zum Beispiel noch ein Matomo rein zu installieren, dann ist das mit dieser Zeile nicht aufrufbar. Oder ein WordPress als Unterordner, ein Drittskript, was da drin ist, die sind alle nicht aufrufbar. Das heißt, die Menge an Kollateralschäden dadurch ist relativ hoch und dadurch, dass in so einem Fall einfach nur so eine fiese 403 vom Webserver zurückkommt, ist es für Normalanwender auch überhaupt nicht zu interpretieren, was das Problem ist, woher das kommt und wie man das lösen kann. Deswegen ist es standardmäßig nicht mit drin, auch wenn ich persönlich da nichts gegen hätte. Also könnte man sie nicht reingeben, kommentieren und auskommentieren zu Anfang, für die Leute, die es dann doch nutzen wollen? Muss ich doch noch Notizen machen. So soll es ja sein. Gut, auf der nächsten Slide ist ein Fehler und wer findet ihn? TLS, SSL. Sehr gut, very good, Peter. Wir nennen das alle SSL-Verschlüsselung, weil auch überall SSL steht, aber niemand auf der Welt benutzt hoffentlich noch SSL,
Der korrekte Name, der Fachterminus ist TLS. Detail. Wird synonym verwendet. Eigentlich bitter, dass man das immer noch in Slides aufführen muss, aber bitte benutzt ausschließlich verschlüsselte Verbindungen zu eurer Seite und bitte erzwingt das auch. Mindestens über den entsprechenden Eintrag in der Joomla-Konfiguration, besser noch über einen entsprechenden Eintrag in der HT-Access, weil der Eintrag in der Joomla-Konfiguration dazu führt, dass nur Joomla-Seitenaufrufe auf HTTPS erzwungen werden, wohingegen Aufrufe außerhalb von Joomla, Bilder, Dateien, die man runterlädt, Sachen, die ihr da noch drin habt, an diesem Zwang vorbeigehen und weiterhin über HTTP aufgerufen werden können. Deswegen ist HTTP das Erzwingen über HTTPS der bessere Weg. Dieses Mixed-Content-Problem ist es dann, oder? Was ist passiert? Das Mixed-Content-Problem muss das nicht sein. Das Mixed-Content-Problem wäre, wenn du in der Joomla-Seite zum Beispiel ein Bild referenzierst, wirklich noch HTTP im Pfad drin steht. Das Szenario, wo ich drüber gesprochen habe, ist, wo es in Joomla mit Slash einfach nur drin ist. Also Seite sieht gut aus. Aber wenn du es dann über HTTP Doppelpunkt Doppelslash aufrufst, ist es weiterhin noch aufrufbar. Deswegen über HTAccess erzielen. Der allerwichtigste Tipp, und mit Blick auf seinen finsteren Blick will ich den auf jeden Fall noch loswerden, das allerwichtigste, was ihr machen könnt und müsst, ist Updates. Und bei Updates meine ich nicht alle 4 Wochen mal reinschauen, ob es was Neues gibt, sondern Updates fortlaufend und bei kritischen Sicherheitslücken am besten in einem Zeitfenster von maximal 6 bis 8 Stunden. Warum ist das so? 99% aller Lücken, insbesondere für Joomla Core, werden uns als Security-Team vertraulich gemeldet. Da hat ein Sicherheitsforscher was gefunden. Der Sicherheitsforscher mag es, wenn sein Name irgendwo groß in einem Report steht und ist ein braver Junge. Das wird uns vertraulich gemeldet. Wir bewerten das, wir beheben das, wir veröffentlichen einen Patch. Und in dem Moment, wo der Patch öffentlich einsehbar ist, ist aus dem Patch auch unmittelbar ableitbar, was die Lücke war. Das heißt, in dem Moment, wo der Patch veröffentlicht wird, beginnt ein Wettrennen zwischen euch, die ihr patchen müsst, und den bösen Jungs, die das Ganze automatisiert ausnutzen. Und wir wissen aus vergangenen Releases, dass erste automatisierte Angriffe schon in diesem Zeitfenster von 6 bis 8 Stunden nach dem Release auftauchen. Bedeutet, wenn ihr an dem Tag nicht da seid, keine Lust habt, auf dem Balkon sitzt, dann seid ihr unter Umständen am nächsten Tag schon gehackt. Diese Art von Panikmache betrifft nicht jedes Update, aber immer dann, wenn ihr schon ein paar Tage vorher so eine Ankündigung lest, wo angekündigt wird, am nächsten Dienstag kommt ein wichtiges Sicherheitsupdate und da sitzt dann bitte vor deinem Rechner, dann macht das auch bitte, weil dann sind es wirklich kritische Lücken, die einen sofortigen Patch brauchen. Kommt das irgendwann das, was automatisiert funktioniert? Also WordPress bietet es ja an? Ja. Okay. Ist für 5.1 geplant. Was nicht funktioniert, fällt aus der Kategorie urbanen Mythos. Ich verstecke meine Joomla-Seite, dann weiß es ja keiner, dass das Joomla ist. Also Generator, Tag weg, Administrator-Verzeichnis verstecken, dann sieht das ja keiner. Praxis interessiert keine Sau, weil die Angreifer sich nicht mal die Mühe machen, vorher zu gucken, was sie da angreifen. Das wäre ja eine Abfrage mehr. Stattdessen wird der Angriff immer einfach nur blind abgefeuert. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Interessiert ja keinen. Das, was ihr hier seht, ist das Log einer Joomla-Seite mit lauter WordPress-spezifischen Angriffen. Werdet ihr bei euch auch so haben, WordPress-Seiten haben das Tausende. Das ist ganz normal. Das wäre auch doof, das anders zu machen. Weil vorher abfragen ist ja doppelt so viel Aufwand. Das macht keiner und dementsprechend hilft auch das Verstecken überhaupt nicht. Dateirechte so setzen, dass keiner schreiben kann. Gibt es Sonderfälle, wo das helfen kann? In der Praxis aber nicht aus einem ganz simplen Grund. Die Dateien, um die es da geht, also den ganzen Krimskrams von Joomla. Also andersrum, was heißt dieses 444? Wie funktionieren die Linux-Benutzerrechte? Es gibt ein Leserecht, ein Schreibrecht, ein Ausführrecht und das für den Inhaber der Datei, für die Gruppe und für den Rest der Welt. Und jedes dieser Rechte hat eine Zahl zugeordnet, aus der Summe ergeben sich die Rechte. Wenn ein Besitzer also 7 hat, dann darf er lesen, schreiben und die Datei ausführen.
Wenn nur Lesen erlaubt ist, ist es eine 4. Wenn es nur Schreiben und Ausführen erlaubt ist, wäre es eine 3 und so weiter. Jetzt ist ja die schöne Idee, dass wenn alle nur lesen dürfen, kann keiner eine Backdoor ablehnen. Ne? Ich verstehe schon, woher der Gedanke kommt. Das Blöde ist, im Regelfall ist es so, dass der Besitzer, auch wenn er weder Schreib- noch Ausführrecht hat, trotzdem die Rechte verändern kann. Merkt ihr zum Beispiel bei der Configuration.php, die steht auf 444. Trotzdem könnt ihr da Änderungen speichern. Wie funktioniert das? Joomla nimmt die Datei, Joomla setzt sie temporär auf 644, schreibt seine Änderung und setzt sie dann wieder auf 444. Und da der Code der Angreifer mit denselben Rechten ausgeführt wird, wie es das Joomla tut, können auch Angreifer diesen Schutz in der Regel trivial aufheben. Es gibt Szenarien, wo das hilft, aber in 99% der Fälle ist es Verschwendung von Lebenszeit. Genau die gleiche Geschichte, es darf nicht 777 sein, sonst ist das ja alles böse. Da ist insofern ein wahrer Kern dran, als dass, wenn ein Angreifer auf derselben Maschine Code ausführen kann und auch noch diese Nutzer nicht vernünftig voneinander getrennt sind, also normalerweise sind sie Webserver-Umgebungen voneinander getrennt, dann wäre es möglich, dass er in meine Dateien reinschreibt. Hat in der Praxis wenig Relevanz, um ehrlich zu sein, aber trotzdem verbietet Gruppen und Welt das Schreiben. Da gibt es keine validen Use Case, warum die das benutzen. Ich bin schon großer Wort, dann gibt es Verzeichnisse von anderen Kunden. Last but not least habe ich mal so eine kleine Matrix vorbereitet. Welches Hilfsmittel hätte bei welcher Lücke geholfen? Zu unwichtig hilft schlicht und einfach nie, weil, haben wir ja gelernt, Joomla verstecken deswegen genauso wenig. Sichere Passwörter helfen im Szenario Brute Force. Also jemand versucht stupide mein Passwort zu erraten. Dieses Admin-Token-Gedingsbums, also so Extension-basierte Sachen, können helfen zum Beispiel, wenn, gab es mal in der Vergangenheit eine Lücke, wo man das Administrator-Passwort automatisiert resetten konnte auf einen Wunschwert. Dann hatte man als Angreifer zwar das Admin-Passwort, aber man wusste dieses Token nicht und kam da deswegen nicht dran vorbei. HTAccess hilft an der Stelle tatsächlich nochmal eine Ecke besser, weil es diesen gesamten Administratorordner konsequent schützt. Gab es auch mal in der Vergangenheit eine angreifbare Datei im Administratorordner, da hilft das. Dieses Dateirechte-Thema, was wir gerade hatten, ich habe das bei SE-Mailing mal markiert, aber in Klammern. Weil in der Theorie, wenn es so wie, wir erinnern uns, bei SE-Mailing konnte ein Angreifer in einem bestimmten Ordner Dateien hochladen, wo er es nicht durfte. Wenn dieser Ordner jetzt nicht beschreibbar gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass derjenige seine Datei dort nicht hätte platzieren können. Ist allerdings relativ viel hätte verraten. Zwei-Faktor-Authentifizierung hilft auch bei der eben erwähnten Passwort-Reset-Lücke im Fall von Rechner infiziert und auch bei Brute Force wiederum. Security-Extensions, ne, gibt es auch jede Menge von. Ich habe das mal hier so gegen die Matrix geworfen. Die mir bekannten Security-Extensions hätten in dieser Matrix in zwei Fällen geholfen. In allen anderen Szenarien hätten sie das den Angriff nicht abwehren können. Und wenn wir das auf der Erhaben-Seite sehen und das gegen Extensions sind in der Regel selber Sicherheitslücken abwägen, dann sieht die Bilanz für die oft nicht so doll aus. PHP-Dateien beschränken, das war diese Geschichte mit der HTAccess-Datei, hätte bei der, das war die JCE-Lücke, ich weiß nicht, wer da 2012 dabei war, da konnte man über den JCE beliebige PHP-Dateien hochladen. Das hätte geholfen, weil die Backdoor, die hinterlegt worden ist, nicht ausführbar war und bei SE-Mailing im Grunde genommen genauso. Und der wichtigste Tipp ist, Updates einspielen. Ihr seht vor allen Dingen aus dieser Matrix, es gibt nicht die Lösung, die alle Probleme löst. Die Kombination der Maßnahmen macht es. Und vor allen Dingen gibt es auch immer wieder Szenarien, zum Beispiel diese 2.15er-Lücke, das war dieses Weihnachtsrelease, ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, am 23. oder sowas. Da war kein Kraut quasi gegen gewachsen. Da half nur Updaten, um die Lücke zu schließen, dann auch wirklich schnell sein. So, ich glaube, offiziell habe ich gar keine Zeit mehr. Ne? 26. Dezember waren 50 Maps. Aber da drüben redet ja noch einer, oder? Ja, ich höre noch seine Stimme. Komm, wir machen noch drei Fragen. Bitte schön. Thema Backups, wo ablagern. Reicht es, die außerhalb des Roots abzulegen? Nein. Nein. Wirklich außerhalb des ganzen Netzes. Ja. Okay. Ja, bitte. Wenn ich einen externen Dienstleister
habe, um eben Updates automatisch einzuspielen, tausche ich damit nur, weiß ich nicht, sagt man, Sodom gegen Gomorra oder so. Also, weil ich gebe ja dann dem Externen trotzdem Rechte. Ja. Ja. Jede Art von Wartungsdienst ist am Ende des Tages Remote Code Execution as a Service. Hm. Musst du so sagen. Ne? Die sind in der Regel dazu in der Lage, mit überschaubarem Aufwand jegliche Veränderungen an meiner Joomla-Seite zu machen. Das ist erstmal so. Man muss sich da also schon, man muss denen vertrauen. Auf der anderen Seite, und wir sind ja beim Szenario 1x1, den Komfortgewinn, den das bringt und die Schnelligkeit, mit der dadurch Updates ausgerollt werden können, ist in meiner Interessenabwägung, würde ich in der Regel sagen, dass die Vorteile, die sich dadurch für die Sicherheit ergeben, größer sind als die Nachteile. Weil ich schneller die Sicherheitslücke geschlossen habe. Und einen haben wir noch. Wer will? Ja, bitte. Ich habe mit Nikolas gemailt wegen Admin-Tools und dem Asset-Dealing Hack und er hat mir geschrieben, dass die HT-Access eben die Ausführung verhindert hatte. Und zusätzlich das DFI-Schild, was immer das tut, den Scope verhindert, also vermindert hätte, weil der aus dem Media-Folder nicht rausgekommen wäre, wenn er dort was uploadet. Ist das korrekt so? Bei der HT-Access ja. Er schreibt, dass der Prevent Attacks and Chooses Relative Directories. This limits the attacker to uploading arbitrary files in the assimilating media subfolder. This limits the scope of the attacker. Also er kommt aus dem Media-Folder nicht raus und kann höchstens dort was machen, aber und dann dort halt nicht zugreifen durch den HT-Access-Schutz. Richtig. Okay. Ja. Gut. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich wünsche sicheres Navigieren auf den 7 Joomla-Weltmeeren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, jetzt könnt ihr die gleich nach dem Vortrag loswerden. Ansonsten bin ich auch unter dieser Adresse erreichbar. Und vor allen Dingen, wenn euch irgendwann im Joomla-Kontext, im Extension-Kontext mal irgendetwas komisch vorkommt, wo ihr sagt, es erscheint mir unter Sicherheitsgesichtspunkten wirklich nicht richtig, dann schreibt bitte an security@joomla.org. Und postet das bitte nicht in öffentliche Foren. Klingt trivial, ist aber so. Gut, Dankeschön. Ja.